Hi, das hier sind Pulled Beef Taco Shells und wie ihr die ganz entspannt macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor ich mich ums Fleisch kümmere, kümmere ich mich erstmal um meinen Sheriff. Da sind noch ein paar Pellets drin vom letzten Mal. Da hatte ich ja Apfelpellets eingefüllt, weil ich die Briskets gemacht habe. Jetzt füllen wir auf jeden Fall Pellets nach. Ich habe jetzt hier ein paar Buchenpellets. Die hatten wir zum Einbrennen verwendet. Bei Meister sind das immer so 5 Kilo Beutel. Und ich kann euch sagen, als ich da die Briskets gemacht habe, die waren über 7 Stunden auf dem Pelletsmoker bei 130 Grad drauf. Und beim 5 Kilo Sack waren am Ende noch über 2 Kilo übrig. Also das Ding ist echt enorm sparsam. Jetzt haben wir also mehr als genug Pellets eingefüllt, um unser Pulled Beef zu machen. Dann starte ich den Sheriff, indem ich hier auf den Knopf drücke. Und wir stellen die Temperaturen, die wir haben wollen. Und die liegt in diesem Fall bei 125 Grad. Und dann können wir hier zumachen und lassen den Grill auf Temperatur kommen und schauen uns mal das Fleisch an. Schaut mal hier, hier liegt ein wunderschönes 2,5 Kilo Stück Rindernacken, auch Prime Rib genannt. Das habe ich bei Jubif bestellt, den Link dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung unten. Das packen wir jetzt mal aus und werden es schön würzen. Das ist jetzt hier ein schönes 2,5 Kilo Stück, knapp 50 Euro hat es gekostet. Das wird jetzt gewürzt. Ich lege das extra in so eine Schale rein, damit das Gewürz, was vorbeifällt und sich verloren ist, sondern dass wir das dann immer noch mal drüber geben können. Verwenden tue ich meine Pure Barbecue Mischung. Dadurch, dass wir ja auf einem Pellet Smoker arbeiten, brauchen wir keinen zusätzlichen Rauch. Ansonsten hätte ich nämlich dann die Royal Flush Mischung verwendet. Da ist nämlich geräuchertes Paprikapulver drin. Aber wie gesagt, wir haben den Pellet Smoker am Start. Da reicht dann auch ein normales Gewürz. Auf meinem Kanal gibt es ja schon einige Pulled Beef Videos. Einmal vom, aus dem Dutch Oven, einmal vom Keramikgrill. Grundsätzlich empfiehlt sich genauso Pulled Beef, genauso wie Pulled Pork. Es ist eine hervorragende Geschichte. Eigentlich müsste man da noch viel mehr von machen. Diesmal, wie gesagt, halt vom Pellet Smoker. Das Gute an der Sache ist nämlich, momentan durch diese ganze Corona-Geschichte und so weiter, Homeoffice, habt ihr nicht gesehen, hat man die Möglichkeit, tatsächlich sowas mal eben vormittags oder morgens eben auf den Grill zu schmeißen, um dann abends, wenn das Homeoffice fertig ist, dann ja, leckeres Pulled Beef zu haben. Rindernacken ist jetzt großzügig gewürzt, sieht sehr gut aus. Das lassen wir jetzt noch kurz so liegen, solange wie der Pellet Smoker auf Temperaturen kommt, dann kann der Rub schon mal so ein klein wenig anziehen. So ein Rindernacken bzw. ein Pulled Beef braucht immer ziemlich lange auf dem Grill. Deswegen werden wir auch heute wieder die sogenannte Texas-Krücke verwenden. Ich werde das Fleisch nachher in Butcher Paper einpacken, wenn wir so 70 Grad erreicht haben. Das verkürzt die Garzeit tatsächlich ungemein, schadet aber dem Resultat in keinster Weise. Deswegen kann ich euch das tatsächlich nur empfehlen. Achtet da aber auf jeden Fall darauf, dass ihr richtiges Butcher Paper kauft und nicht einfach nur irgendein Packpapier. Denn da liegen tatsächlich große Unterschiede zwischen. Später sind 100 Grad im Pelletgrill erreicht und jetzt legen wir unseren Rindernacken auf. Hier haben wir das schöne Prime Rib. So. Ihr seht, das geht auf dem großen Ding fast unter. Dann wird das Ganze natürlich verkabelt. So, Zieltemperatur sind 95 Grad. Die werden wir aber nicht in einem Rutsch erreichen, sondern ich hatte ja schon gesagt, wir werden diese sogenannte Texas-Krücke verwenden mit dem Butcher Paper. Lassen das aber trotzdem jetzt erstmal so eingesteckert, machen den Deckel zu und lassen den Sheriff seine Arbeit tun. Gute 4,5 Stunden später, quasi auf den Punkt zur Mittagspause, der Grill läuft nach wie vor bei 125 Grad und wir haben eine Kerntemperatur von 70 Grad in unserem Nacken erreicht. Jetzt wird es Zeit, ihn einzupacken. Dafür nehme ich ihn mal vom Grill runter. Der schaut auf jeden Fall jetzt schon echt unanständig gut aus. Ich möchte ja, wie gesagt, die sogenannte Texas-Krücke verwenden. Früher hat man das mit Alufolie gemacht. Das hat sich ja nicht unbedingt als die beste Idee herausgestellt. Also benutzen wir heute das Butcher-Paper. Und darin wird eben jetzt dieser Nacken eingeschlagen. Und das möglichst stramm. Also, dass er möglichst wenig Platz ist. So,
schönes Päckchen und das wandert jetzt direkt wieder auf den Grill. So. Dann geben wir den Temperaturfühler auch wieder rein. Wie gesagt, angestrebte Kerntemperatur sind so 92 bis 95 Grad. Das geht allerdings jetzt schon relativ leicht. Ich meine, das ist Prime Rib, das ist jetzt ein Stück, was ja eigentlich aus dem Rücken ist. Und also Nacken, Rücken und was ja generell schon sehr, sehr zart ist. Aber das wird richtig schön. Also Deckel zu und weiter geht's. Leute, ich sag's euch original. 7.30 Uhr aufgelegt. 16.20 Uhr, wir haben 95 Grad erreicht. Es ist der Hammer. So, alles klar. Wir haben bestätigt, der Grill, nachdem wir jetzt die Zieltemperatur erreicht haben, schaltet der Grill sich aus. Das heißt, er läuft also jetzt in den Turndown-Cycle. Absolut großartig. Ne? Also heute Morgen, wie gesagt, vor der Arbeit die Sachen auf den Grill gepackt. Und ja, 8,5 Stunden später, fast 9 Stunden sogar, sind wir am Start. So, unser Päckchen nehmen wir jetzt aus dem Grill raus und werden es noch in eine ISO-Box packen. Da darf es dann nochmal für eine Dreiviertelstunde ruhen, bevor wir es dann pullen werden. Aber es hat wieder mal absolut großartig geklappt. Und heute Morgen hatte ich ja einen 5 Kilo Sack Buche-Pellets nachgefüllt. Schaut mal. Also wirklich viel verbraucht hat der tatsächlich nicht. Also wie gesagt, Moesta wirbt ja damit, dass dieser Pelletgrill 30% weniger Pellets verbraucht als die vergleichbaren Modelle. Und Leute, schaut euch das an, das ist echt der Hammer. Der lief die ganze Zeit bei 125 Grad. Großartig, wirklich großartig. Also ich kann euch sagen, der Fühler ging wie Butter raus. So, da sitzt das gute Stück. Deckel drauf. Und jetzt dreiviertel Stunde bis Stunde noch ruhen lassen. Dann wird gepult und in der Zwischenzeit können wir dann unsere Tortillas, Tacos, wie auch immer ihr sie nennen wollt, vorbereiten. Wenn das Pulled Beef jetzt in seiner ISO-Box liegt, kümmern wir uns um die Zutaten, die wir für unsere Pulled Beef Taco Shells brauchen werden. Ja, los geht's mit den Taco Shells. Muss man nicht viel sagen, ne? Die habe ich so in so einem Halter drin stehen. Ist großartig, kann man dann wunderbar so auf den Tisch stellen. So, dazu machen wir einen Schmand mit Harissa. Das heißt also, habe ich Schmand und Harissa. Das können wir mal gerade kurz verrühren. Und ansonsten haben wir hier an Zutaten ein bisschen Salat, ein bisschen Jalapeno. Ist immer ganz gut, wenn man die im Supermarkt bekommt. Wir brauchen Zwiebel, Paprika, einfach für ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Farbe halt da drin. Und dann habe ich hier so einen spanischen Käse gefunden. Wie heißt das Zeug? Queso Ralado. Den habe ich einfach mal mitgehen lassen im Rewe. Natürlich habe ich den bezahlt, um mitzuhören. Aber den habe ich mal mitgenommen, weil ich glaube, dass der ganz gut hier drauf passt. Er schlägt wohl in die gleiche Kerbe wie so ein Parmesan. Und ja, das boostet natürlich den Geschmack dann nochmal nach oben. So. Schärfe vom Schmand ist genau richtig. Perfekt. Wir wollen ja eine leichte, schöne Schärfe haben. Das ist großartig. Jetzt haben wir dann also die Creme auf jeden Fall schon mal fertig. Als nächstes kümmere ich mich gerade um die Jalapenos. Da gehen wir einfach hin, schneiden die Enden ab. Halbieren sie gerade. Nehmen das Kerngehäuse raus. Und dann schneide ich die Jalapenos in kleine Streifen. Supermarkt-Jalapenos sind jetzt meistens nicht so waffenscheinpflichtig wie die, die ihr dann beim Gemüsehändler direkt bekommt. Von daher, ob ihr jetzt die Kerne da rausnimmt oder nicht, das sei euch selbst überlassen. Ich denke, so haben wir halt einfach viel mehr vom Jalapeno-Geschmack und jetzt weniger von der beißenden Schärfe. Wir haben ja immer noch ein bisschen Schärfe in unserer unserem Harissa-Schmand drin, aber letzten Endes soll es einfach nur so ein bisschen prickeln. Weiter geht's mit der Zwiebel. Die schneiden wir einfach nur klein. Also das brauche ich euch nicht alles zeigen. Gleiches passiert mit der Paprika. Ich denke, hier können wir mal vorspulen. Letzter Arbeitsschritt. Dem Salat hinten den Strunk abschneiden. Und in feine Stücke schneiden oder feine Ringe. Das, was wir dann gleich gut in die Taco Shells einfüllen können. Jetzt packen wir mal das Pulled Beef aus. Aufpassen, dass es hier nicht auseinanderbröckelt. Hallo. Gib das mal vorsichtig um. Das Papier kann dann weg. So, da liegt es und jetzt ja, wird es gepult. Schaut mal her. Das sieht doch gut aus.
Das Beef ist gepult, möchte ich mal meinen. Dann können wir jetzt unsere Taco Shells befüllen. So, hier habe ich also ein Pulled Beef Taco Shell und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Sehr gut, ich beiße direkt aus Forschungsgründen nochmal rein. Leute, Pulled Beef ist einfach eine sensationell leckere Geschichte und in diesen Taco Shells zusammen mit dieser Harissa-Schmand, ein bisschen Salat, Käse obendrauf und eben noch die Jalapenos dazu. Dafür hat es sich echt gelohnt, das Mittagessen ausfallen zu lassen. Eine richtig, richtig geile Geschichte. Und ja, ich war jetzt auf dem Pelletgrill, es ist keine große Herausforderung, das weiß ich selber. Aber wie gesagt, Homeoffice perfekt genutzt, heute Morgen aufgeschmissen, nach dem Feierabend runtergenommen. Was kann es Besseres geben? Das lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Das Fleisch verlinke ich euch unten in der Infobox, das ist bei YouBeef bestellt worden. Richtig gut. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn es so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten habt ihr die Möglichkeit, gerne auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachzuholen, das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, folgt Barbecue in Hessen auch gerne bei Instagram. Da gab es von dieser Geschichte eine kurze Story. Seid ihr mal ein bisschen näher dran, kriegt kurze Videos vom Dreh und so weiter und so fort. Schaut da gerne mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.